Lubomir Pavlov, herzlich willkommen. Wir sind hier in Münster. Neben mir sitzt Carsten Pfeiler. Hallo. Ich will direkt, dass du anfängst selber zu reden, weil du hast Angst vor Interviews, hast du mir gesagt? Das musst du aber direkt schon fast erwähnen. Nein. Erste Frage ist wirklich, du bist ein sehr, sehr guter Skateboarder. Danke. Ja. Dankeschön. Schon vor 5, 6 Jahren bist du mir aufgefallen auf den Zoers Cups. Ja? Was ich jetzt aber für eine Frage habe, ist, wann wurde denn Carsten Pfeier wirklich der Veranstalter des ganzen Dings? Du bist eigentlich so fast der Head Cop hier. Ja, quasi. Wann war das? Das war circa 2011. Also 2010 bin ich in die Palace GmbH gekommen, um hier zu arbeiten. Und habe da schon mitgeholfen, Akkreditierung, hier rödeln, da rödeln. Und 2011 hat das dann Ingo Naschold langsam abgegeben. Und ich habe quasi seinen Part übernommen. Bin dann Ansprechpartner geworden für das ganze Team, kümmere mich um die Akkreditierung, um die Planung, Hotelplanung, eigentlich alles drum und dran so. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn du nicht da wäre, wäre Zoers Cup auch nicht da. Ja. Aber die wichtige Frage ist, du bist aber als Skateboarder und als Teilnehmer der Sache treu geblieben. Ja, klar. Ja, aber das ist verwunderlich. Du bist vorher mitgefahren, als Switch von hier, Pyramide sogar damals gemacht, hier in Münster. Ja. Und? Bist weiterhin trotzdem als Teilnehmer da, aber wie schafft man denn diesen Spagat, Carsten? Wie wird man erfolgreich und ist ein Veranstalter und kann noch super gut skaten und kommt ins Finale? Erzähl mal das Erfolgsrezept. Ja, man muss halt mit der Zeit gucken, ob das klappt. Ne? Also, wenn was gemacht werden muss, musst du es halt erst machen. So. Das hat Priorität, dass der Contest läuft. So. Und dann kannst du schauen, dass du Practice fährst und dann Run irgendwie fährst. So. Ja, und krass skaten vorher. Du musst ja auch noch vorher skaten gut können, trainieren können. Du hast Zeit hier für Interviews. Bei dir läuft ja übertrieben. Bei mir läuft gut, gell? Kann mich nicht beschweren. Ja, und noch was. Du hast einen der härtesten Tricks auch noch an diesem Wochenende gemacht. Kickflip Wallride Hardway. Alley-oop. Schon mal gemacht vorher? War das jetzt extra so, hey, komm vorbei und ich mach den? Oder war das zum ersten Mal diesmal? Ich habe tatsächlich schon einmal gemacht. Ah. Aber wirklich auch einmal in der Nacht- und Nebelaktion. Da hat man Flutlicht aufgestellt etc. Und da habe ich schon 2 Stunden gebraucht. So, und gestern war quasi Fortschritt, dass ich nur 1 Stunde gebraucht habe. Okay. Reicht immer noch, Alter. Super, immer noch richtig krass. Wir kommen ganz kurz zum Schluss und zu der allerwichtigsten Frage, die sich alle Zuschauer hier stellen, und zwar, was gibt es 2016? Ja, 2016... Kann man da schon was verraten? Kann man noch nicht verraten, aber es wird was geben. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Also es kommt wieder was Neues? Genau. Wir werden uns sag's nichts, ne? Ich sag nichts. Was soll man machen? Wie kann man das verfolgen? Einfach Facebook-Account liken, Instagram checken, YouTube-Kanal abonnieren und dann kommt irgendwann eine Pressemitteilung wahrscheinlich von irgendeinem Ukrainer im Anzug. Genau, so wird das sein, denke ich. Ja, alles klar. Dann seht ihr das, wie gesagt, in der Beschreibung, Facebook, Instagram, alles angucken und dann 2016. Es wird ganz anders als 2015. Ich hoffe. Wenn Carsten das alles macht, was er in seinem Leben hier veranstaltet, und dann sagt ich, das wird der Knaller. Also,